Seid ihr bereit für das große Nordderby gegen den HSV? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 22 Karriere mit Werder Bremen. Und ihr habt schon genau richtig gehört, wir müssen heute ran gegen den Hamburger SV in Hamburg. Und das wird eine ganz besondere Partie. Ihr wisst es alle, ich brauche es nicht wiederholen. Es handelt sich hierbei um das Nordderby und deswegen, wir müssen auch an der Pressekonferenz teilnehmen. Bevor es hier losgeht in dieses prestigeträchtige Spiel, müssen wir selbstverständlich uns den Fragen hier der Leute stellen. Und zwar zum Beispiel, ist ihre Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Selbstverständlich. Ich glaube, wir befinden uns momentan auf Platz Nummer 4, sind also momentan auf einem ziemlich geilen Kurs, muss man sagen. Und ey, ich sage euch ganz ehrlich, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, ey, das wird der Wahnsinn, auch weiterhin. Beeinflusst das Ergebnis des letzten Spiels ihre Strategie an diesem Spielen? Ich muss sagen, aus knappen Spielen muss man lernen, aber wir müssen uns da keine großen Sorgen machen, wir spielen nur gegen den HSV. Aktuell sind sie richtig gut drauf, gehen sie davon aus, dass das auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Ja, ich bin natürlich dabei, Popcorn ist schon eingepackt und die 2 Liter Cola Flasche sitzt auch unterm Hut, deswegen, da machen wir natürlich mit. Aber ohne Rotation gewinnst du keine Spiele, zumindest, naja, wenn wir uns mein Team anschauen, so viele Spieler gibt es da gar nicht, die rotiert werden müssen, es ist eigentlich nur Meneses, der eben so ein paar Fitnessprobleme hat, aber auf der Bank sieht das jetzt nicht wunderbar aus, wenn ich ehrlich bin. Mambimi, den ich da gerne einsetzen würde, ist auch ein bisschen angeknackst und Dingschi hast du da. Ja, den könntest du theoretisch da einsetzen. Ansonsten, wen haben wir denn? Ja, wir könnten theoretisch auch mal einen Benjamin Goller wieder einsetzen. Dann müsste Elanga wahrscheinlich auf die rechte Seite irgendwie wechseln. Ferreira kann ja nicht auf den Flügeln agieren. Sayed könnten wir halt eben einsetzen. Den haben wir irgendwie gefühlt komplett, missachtet bei uns in den Plänen der Mannschaft, aber ich möchte den unbedingt einsetzen. Wobei seine Werte sind schon ziemlich geil, auch im Vergleich zu Meneses. Ne? Also der bietet halt irgendwie so ein bisschen mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir könnten ihm die Chance sogar geben, aber in so einem wichtigen Spiel wie gegen den HSV, ach, das ist jetzt schon wieder Option um Option und ich kann mich wieder für nichts wirklich entscheiden. Aber will ich... Ich mache, glaube ich, Eren Dingschi und pass auf, ich nehme Sayed jetzt einfach mal mit. Den können wir für Eren Dingschi einsetzen, wenn er so ein bisschen schwächelt. Das würde ich jetzt, glaube ich, so als guten Move irgendwie hier einkleiden. Dann nehmen wir natürlich nochmal unseren Ferreira mit für Mambimi selbstverständlich. Und Hofmann muss selbstverständlich von Anfang an spielen gegen Amos Pieper am besten. Und Navrocki weicht dann hier mal wieder auf die Tribüne. Ja, so weit würde ich gehen. Es muss immer noch eine sehr starke Mannschaft natürlich sein, die wir hier entgegenbringen. Und das denke ich, oder wollen wir mal... Ich glaube, Ceballos mache ich mal raus. Wir bringen mal Imbert rein. Wisst ihr wieso? Das machen wir jetzt einfach mal ganz klug, weil Ceballos ist ja noch gar nicht drin in diesem Fieber des Nordderbys und so. Gerade erst gewechselt hier an die Weser und so. Und Imbert ist ja schon lang bei uns dabei. Der weiß ganz genau, wie feurig so ein Spiel ist. Und ich glaube, der kann eine Wahnsinnsleistung hier abrufen. Doch, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ja, mit dieser Mannschaft gehen wir also ran gegen den HSV, meine Damen und Herren. Es wird ernst. Noch sind keine Fans hier im Stadion, aber ich bin mir sicher, das wird wahrscheinlich bis auf den Zaun voraus. Ja, da kommen schon die Leute, dass sie da nicht reinstürmen, ist noch echt... Er ist doch sehr sympathisch gehalten. Ich glaube, wie gesagt, bis zum Zaun wird sich alles füllen mit Fans, denn das ist eine ganz, ganz große und spannende Partie. Jedes Mal, wenn Werder Bremen auf den HSV eben trifft. Anstoßzeit hier im Volksparkstadion. Freunde, ich hoffe, ihr appreciated das genauso sehr wie ich, dass wir endlich wieder zurück sind mit der FIFA-Karriere und dass wir hier auch mal beginnen können mit so einem Kracher-Spiel heute. Das war so ein schöner Pass hier auf Elanga, der geschickt worden ist. Vuškovic, der auch nicht mehr so wirklich fit ist, aber jetzt fehlen mir so ein bisschen die Anspielstation. Aber durch die Mitte können wir doch mal ein bisschen was starten und wie wir das können. Seiwald mit dem Schuss und Seiwald mit dem frühen 1:0. Und das haben wir uns so schön rausgespielt mal wieder. Teamwork ist das A und O bei uns im Team und das merkst du jedes Mal wieder. Guckt euch mal diese Passstaffetten schon wieder an. Auch richtig geil gesehen von Belotti. Nee, Romano Schmid ist das, der den abgelegt hat, weil er gesehen hat, dass Seiwald da im Rückraum angesprintet kommt und dann hier spann einfach reingezimmert. Ohne Chance für den Keeper. Und so ein frühes 1:0. 5 Tore für Seiwald sogar schon. Das wusste ich gar nicht. Also jetzt bin ich ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Oh, weiter Schuss. Und Pavlenka macht tatsächlich die Pranke hoch. Die können ja auch nicht anders Tore gegen uns schießen. Wir haben es ja schon rausgefunden. Es sind immer die Fernschüsse, weil ansonsten schaffen sie es ja nicht. Oh, hey, Freundchen. Auch wenn das hier ein Nordderby ist und so, da kannst du dich nochmal ein bisschen beruhigen, Leibold. 12. Minute, jetzt schon eine gelbe Karte abziehen. Ich glaube, der Trainer ist nicht wirklich überzeugt von dieser Leistung von dir. Oh, schöner Zweikampf von Imbert. Er spielt halt mit aus dem Grund, weil er feurig ist. Der weiß ganz genau, was es hier heißt, im Nordderby zu agieren. Komm, was machen wir mit Elanga? Kleines Dribbling von Elanga, oder was? Jetzt geht's los, Eren Dingschi. Kannst du auch was mit links? Und wie der das kann! Der Keeper von HSV muss da rangehen, so wie das gerade bei uns ein paar Flenker getan hat. Also ich glaube zumindest, dass er da rangekommen ist. Das sah sehr danach aus. Ja, es gibt Eckball, sehr gut. Und damit auch die nächste Chance für uns. Belotti, der rennt sich da schon wirklich ein auf den Kasten. Belotti kommt leider nicht ran. Wir sind aber immer noch am Ball. Seiwald kann sich hier unsterblich machen, aber... Oh, wobei, Romano Schmid, Fernschuss, Romano Schmid! Oh, der Keeper hat einiges zu tun hier bei Hamburg, ne?
Schönes Ding, Alter. Das war richtig gut gesetzt. Durch das mal an, ne? Wobei ein bisschen mittig. Aber egal, komm. Nächster Eckball und damit die nächste Chance auch wieder mal für uns hier. Gefahr aufs gegnerische Tor zu bringen. Mit Belotti, aber der Keeper kommt raus. Belotti, der springt gar nicht zum Ball. Der ist einfach daneben gesprungen. Es gibt aber wieder einen Eckball. Es hört nicht auf, bis gleich die Pille ins Eckige fliegt. Ich sag's euch, Hofmann jetzt. Auch nicht. Also Kopfbälle, Eckbälle besser gesagt, die sind jetzt irgendwie nicht mehr so effektiv, wie sie mal waren. Beide rutschen an den Boden, aber es passiert nichts. Dingschi kommt da leider nicht ran. Fehlpass von uns und jetzt hoffentlich kein Konterfang. Ja, HSV jetzt mit dem Druck und nach vorne gegangen, weil Hofmann irgendwie seinen Fuß da nicht reinstellt. Was war das denn für ein schlechtes Stellungsspiel? Hofmann, den wir so ja gar nicht kennen mit einem dicken Blackout. Und dann, ich glaube, das war die allererste, das ist die zweite Chance, wenn man den Fernschuss mit dazu zählt für den HSV. Und es ist halt eben der Ausgleich. Schade, aber was auch von Hofmann bitte. Guck mal, das schauen wir uns nochmal hier ganz genau an in der Wiederholung. Krasses Passspiel von HSV, aber hier Hofmann, weiß ich nicht. Das hätte er viel besser machen müssen. Ob Amos Pieper das besser gemacht hätte, wissen wir nicht, außer wir leben im Paralleluniversum. Aber hier in unserem Universum, Satz mit X, das war nix. Steck ihn rüber. Nicht dahin. Ja, da wollte ich nämlich hin, zu Barrios. Und in der Mitte ist er doch, unser Belotti. Oder Seiwald kommt angesprintet, meinetwegen. Komm, Elanga. Nein, der kommt da nicht ran. Und jetzt ist natürlich HSV wieder am Ball. Isaksen, Alcaraz. Oh, da oben auf den Flügeln, der Winkler. Der Winkler auf YouTube, Twitch, TikTok, überall gebannt. Jetzt auf dem Fußballplatz unterwegs. Isaksen, Pavlenka muss raus und erhält den. Aber der Ball ist immer noch heiß. Barrios, Vuškovic wieder. Alter, was macht HSV denn jetzt hier gerade mit uns? Grätsche? Boah, Junge, ich dachte, ich sende ihm so die Waden weg vom Fuß und dann, ach, schon wieder nicht rangekommen. Leibold, die bleiben hier im Ballbesitz, die Hamburger. War auch schön gemacht hier. Guter Zwischengang und jetzt ein Konterfahren. Wir können das. Stellungsspiel, let's go. Belotti, schick ihn, der ist schnell genug und körperstark. Oder setzt er sich durch? Kann sich nicht ganz durchsetzen. Gewinnt er den Kopfball tatsächlich auf Romano Schmid. Stark gemacht, Romano Schmid ist durch mit dem Schuss. Nicht das 2:1. Unten gespielt. Ach, Imbert, hätte es mal lieber selber geschossen. Eine sehr aufregende Partie, wir gehen noch gleich rein in die Pause, 1:1, so habe ich mir ein Nordderby auch vorgestellt, dass das echt auf Augenhöhe hier gerade passiert. Und ich muss sagen, der Winkler macht viele, ja weiß ich nicht, Ballkontrollenfehler, ist das überhaupt ein Wort? Ihr wisst schon, was ich damit meine. Damit pfeifen wir jetzt auch ab in die Halbzeit und müssen mal gucken, was wir machen, weil, ich bin ganz ehrlich mit euch, irgendwie ist die Verteidigung nicht so wirklich ein Fels in der Brandung. Also ich muss sagen, Tavares macht seinen Job wirklich phänomenal. Richtig starker Außenverteidiger. Lenkt dort sozusagen eigentlich alles ab, was da irgendwie auf dieser rechten Seite unterwegs ist. Aber ich weiß nicht, die Innenverteidigung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Hofmann, ich glaube, wir wechseln dich einfach mal aus. Ich glaube, das müssen wir ehrlich machen. Weil die haben nur 2 Chancen bekommen von Hamburg und haben direkt den Ausgleich erzielt. Das können wir nicht nochmal so machen lassen. Deswegen, ich glaube, Amos Pieper, der ist ein bisschen bereiter hier für die Aufgabe. Alter, Dingschi, was ein Übereinsatz. Verkackt sein Dribbling. Es gibt sogar einen Eckball. Er hat sogar einen Eckball rausgeholt. War natürlich geplant von Anfang an, ne? Das, selbstverständlich. Seiwald, bring die Pille rein. Belotti macht die Pille rein ins Tor. Na, Tavares. Was? Er wird umgenietet. Och Mann, vom Keeper umgenietet. Ich hätte locker, ich kann mir vorstellen, sogar aus dem Winkel hätte ich nochmal einen guten Schuss eigentlich platzieren können, aber das wollte das Spiel ja anscheinend nicht. Ach, der HSV hätte doch einfach in der zweiten Liga bleiben sollen. Das kann doch bitte nicht. Nein. Ach, gut gemacht. Imbert geht dazwischen. Let's go. Schnellen. Wir brauchen einen Schnellen wie Elanga. Na, er wird ein bisschen bedrängt, ne? Gut gepasst. Passt das weiter. Ganz unten ist Tavares. Oben in der Mitte ist Dingschi, aber mal vollkommen im Abseits. Da wollte ich auch überhaupt nicht hinspielen eigentlich. Hat sich wohl Tavares ein bisschen anders gedacht. Oh mein Gott, nein. Bitte nicht, Isaksen, Pavlenka. Gut, dass wir dich hinten stehen haben. Dankeschön, dass es dich gibt, mein Bester. Will ich was wechseln? Ich will was wechseln, und zwar Dingschi. Ich mach mal Dingschi raus, Sayed kommt rein. Hat er überhaupt jemals sein Debüt gefeiert bei uns? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, auf der Team-Vorlage irgendwie jemals den Namen Sayed gelesen zu haben. Aber egal, ey. Mal gucken, wie er sich hier schlagen kann. Jetzt direkt kann er sich beweisen. Oh, gut gepasst. Romano Schmid, kleines Dribbling, verliert den Ball gegen Winkler. Der ist heute echt gut drauf, der Junge. Wohin geht denn jetzt die Pille? Ah, ich sehe oben wieder Freiraum, Reis. Reißt die Verteidigung auf. In die Mitte gespielt auf Windsheimer. In die Mitte weitergespielt. Und ich glaube, Amos Pieper war es. Gott sei Dank, der sich in den Schuss gestellt hat. Und jetzt macht HSV echt extrem Druck, ne? Ein Eckball nach dem anderen, aber jetzt auf der falschen Seite. Der kommt weit auf Imbert, der ist groß genug. Romano Schmid muss mal durchlaufen. Das ist jetzt deine Chance, Romano Schmid. Deine fucking Chance. Mach es, Junge. Mach es. Spiel doch nach oben. Spiel doch nach oben. Jo, oh. Oh, die tanzen ein bisschen.
Die tanzen ein bisschen im Bert und der Torwart ist nicht da. Und das nutzen wir aus. Was hat denn der Torwart da gemacht? Ich konnte mich gar nicht drauf konzentrieren. Hat er da sein eigenes Spiel veranstaltet? Guck mal hier, der liegt jetzt erstmal im Rasen. Guck mal, wie lange der braucht zum Aufstehen. Junge, ist der geil. Ja, da eben Bert, der freut sich natürlich, ne? Freies Tor, es ist geschenkt. Was für ein Pannending schon wieder. Ach du Scheiße. Rabenschwarz für den Keeper. Keller, ich dachte zuerst, als ich die Teams gesehen habe, das wäre Thomas Keller. Der hat doch mal irgendwie beim Hertha BSC und so gespielt, aber der ist ja auch schon gefühlt 45 Jahre alt. Also das ist er auf jeden Fall nicht. Also ich denke mal, es ist irgendein Jugendspieler bei denen. Ey, krass. Geiles Ding. Na, der HSV ist wieder unterwegs. Mit Leibold auf dem Weg zu uns. Aber ich sag euch wirklich, Tavares, der macht sein Ding wirklich bombensicher da hinten. Und wir wechseln jetzt nochmal aus. Und zwar möchte ich Belotti da vorne mal kurz, dass er den Platz verlässt. Weil Belotti jetzt auch gerade nicht so der Stärkste ist. Wir geben Ferreira nochmal die Chance. Aber jetzt erstmal aufgepasst, dass der HSV jetzt hier kein Much daraus erzeugt. Und zwar hier nämlich ganz genau aufgepasst. Was war das denn für ein Schuss? Ein Skandal, das habe ich noch nie gesehen. So ein Schuss, was war das überhaupt? Was bedeutet dieser Schuss überhaupt? Was war das für ein Scheiß? Es ist ein 1 zu 1 sag ich schon. Das ist ein Punktspiel, 2 zu 2. Das müssen wir uns ja mal genauer hier anschauen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Diese Schusstechnik und alles. Ist das überhaupt Technik? Was in Gottes Namen war das bitte für ein komischer Lupfer? Der war doch niemals so gewollt. Guck mal hier. Ja, genau. Der stolpert den da irgendwie rein. Pavlenka kommt sogar noch ran mit seinen Fingerspitzen. Gott, aber es reicht halt eben nicht aus. Na super, toll. Elangar, lauf mal weiter. Oh, oder zu Ferreira. Oh mein Gott, was ein Pass. Ferreira, das war gar nicht geplant. Und Ferreira ist der Superheld. Caio Ferreira. Er wird eingewechselt für Belotti und macht hier wirklich den Siegtreffer. Es ist einfach die Kraft der Jugend bei uns. Es ist einfach nicht zu fassen. Unsere Jugendspieler sind von einem anderen Planeten. Was ist hier los? Es war erstmal Duomo, weißt du, mit diesem super Rabona und alles. Es ist jetzt auch noch Ferreira. Was ist denn los? Das war gar nicht so geplant, aber Imbert hat auf jeden Fall bessere Pläne gehabt. Geiler Abschluss auch noch. Den Keeper so vernascht. Schön, guck mal hier mit dem Außenriss. Also die Technik, darüber müssen wir noch mal ein bisschen diskutieren. Die war genauso komisch wie das 2 zu 2 hier vom HSV, ne? Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber heilige Mutter Jesus. Geiles Ding von Ferreira. Auch hier, erstes Tor für ihn im Dress von Werder Bremen und ich gönne es ihm so vom Herzen. Auch noch in so einem wichtigen Spiel. Und es ist schon wieder ein 3 zu 2 gerade. Aber nicht zu früh freuen. Wir haben immer noch ein paar Minuten zu spielen und das bedeutet, es gibt immer noch Feuer im Kasten. Dass wir jetzt hier theoretisch dann auch noch den Ausgleich trotzdem von HSV abbekommen können. Was wir aber selbstverständlich nicht wollen. Deswegen aufgepasst. Aber wenn die so weiter rumspielen, wie viele Minuten Nachspielzeit gibt es jetzt noch an der Stelle? Es wird nicht angezeigt. 2 Minuten. Ach du Scheiße. Das müssen wir jetzt wichtig. Letzte Chance hier für den HSV. Aber die müssen nach hinten spielen. Guck mal. Ja! Ja! Fühlt sich das geil an. Als hätte ich gerade wirklich den DFB-Pokal in meiner Hand. Alter, ist das genial gewesen. Damit gewinnen wir die Partie. Es ist schon wieder ein 3-2-Spiel. Schon wieder 3 zu 2, ne? Das ist einfach unglaublich. Und wer mit einer Pressekonferenz gestartet ist, der beendet das Ganze auch mit einer Pressekonferenz. Es wird über Ferreira gesprochen, über Caio Ferreira. Und zwar sagt der gute, Caio Ferreira hat heute überzeugt, holen Sie nun noch mehr Youngsters in die erste Mannschaft. Wir haben zahlreiche Talente in unserem Verein, die Sie auch schon bewiesen haben. Namentlich Imbert. Es war bis zum Schlusspfiff eng. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? Das hat nichts mit Glück zu tun. Wen will er hier eigentlich verarschen? Wir waren deutlich besser und hatten Chancen ohne Ende. Von daher sind wir auch natürlich die Sieger. Das hat mit Glück nichts zu tun. Ehrlich. Der SV Werder Bremen hat zwar gewonnen, aber es war eng. Hatten Sie Sorgen, dass der Gegner rankommen könnte? Nein, wir sprechen hier vom HSV. Natürlich hatte ich nie Angst. Und wir kommen so langsam ran an die nächste Transferperiode. Und zwar genau zu sein, jetzt sind wir in der Transferperiode angekommen. Und ich habe euch in die Kommentare geschrieben, hey Freunde, sagt mir mal bitte, wollt ihr, dass ich noch irgendwelche Transfers tätige, irgendwelche großen Transfers tätige oder ob ich Spieler verkaufen soll oder sonstiges? Und ich sag mal, der generelle Konsens, den ich zumindest aus den Kommentaren gefiltert habe, war, Marcel, lass die Mannschaft so, wie sie ist. Und so will ich das jetzt auch handhaben. Wenn irgendwo ein richtig geiles Angebot reinkommt, und ich bin mir sicher, dass viele meiner Spieler, glaube ich, geile Angebote bekommen können, potenziell, werde ich darüber nachdenken müssen.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Seiwald gehen lasse oder sowas, dann muss ich halt gucken, okay, was machen wir jetzt als Ersatz, falls wir nicht nur Ceballos und Imbert spielen lassen wollen und so. Ihr wisst schon, wie ich das meine, dann werden wir auf jeden Fall schauen. Aber ansonsten, ich halte jetzt einfach nur meine Augen offen für Angebote, die reinkommen, werde aber selber keine losschicken. Wir sehen hier im Monatsbericht Jugendmannschaft, unser Harry Cook und unser Gavrish sehen wir hier und die beiden sind immer noch wirklich durch und durch, drauf und drauf, ergibt das überhaupt Sinn? Also sie sind gerade dabei, auf jeden Fall geisteskranke Spieler für uns wieder mal zu werden. Mal gucken, wohin die sich so weiterentwickeln. Vertragssituation von Özil. Da sie es noch nicht geschafft haben, den Vertrag von Özil zu verlängern, darf er sich nun ohne Ablöse jedem Verein anschließen, der sich für ihn interessiert. Wir raten ihn, seinen Vertrag zu verlängern, denn ihn im Rahmen eines Tauschdeals in einem anderen Club anzubieten, um keine... Okay, pass auf. Die Sache ist, in die Kommentare hat auch jemand geschrieben, verlängert doch den Vertrag zu Özil, er wird wahrscheinlich auch weniger Geld verlangen. Es hätte schon eine ziemlich geile Geschichte auf jeden Fall, auch in Özil weiterhin in meinem Verein zu behalten und ich habe mir auch so meine Gedanken darüber gemacht, weil... Ihr dürft nicht vergessen, unsere Mittelfeldposition ist immer noch nicht bestens bedeckt. Da müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir viele Spieler halten können, die uns da halt sehr wichtig sind. Und deswegen würde ich sogar sagen, ich gehe in die Vertragsverhandlungen rein mit ihm. Es wäre nämlich auch cool, wenn er bei uns im Verein seine Karriere beenden würde. Rotationsspieler, ja selbstverständlich, Mesut, da bin ich absolut für. Wir machen mal ein Jahr drauf, weil ich glaube auch nicht, dass er so lange noch spielen wird tatsächlich. Ich könnte auch 2 Jahre einfach drauf. Was passiert denn hier? Mesut, red mal mit deinem Berater. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Krankenwagen, brauchen wir den? Wir machen mal 2 Jahre so. Vielleicht sagt er sagt sogar ja bei 2 Jahre. Alter Schwede. Freigabesumme keine. Ich glaube auch nicht, dass der jemals eine Freigabesumme hier haben möchte bei seinem Alter. Von daher, damit bin ich zufrieden. Irgendwie geht's den Leuten hier nicht so ganz gut, habe ich so das Gefühl. wir sollten uns mal vielleicht unsere Gedanken hier machen. Ich möchte nicht das Angebot von 1 Euro absenden. Er verdient momentan 20.000 Euro. Ich gehe mal mit 10.000 Euro. Er ist halt wirklich sehr viel schlechter geworden, sehr viel älter geworden und er wird halt ein Rotationsspieler nur sein. Ich weiß nicht, was hier gerade mit den Grafiken passiert. Einen Einstiegsbonus machen wir mal von 50.000 Euro und wir gucken mal, was ein Mesut dazu zu sagen hat. Ey, ganz ehrlich, mit 13.000 Euro, wir sind nicht weit weg davon. Ich glaube, den Bonus von 15 Einsätzen können wir ihm sogar geben, weil ich glaube nicht mal, dass er so viele Einsätze für uns tätigen wird. Wir gehen sogar runter vom Gehaltsbudget zu 11.500 und gucken mal, ob er das akzeptieren würde. Jawohl! Das akzeptiert er, sehr cool. Und damit ist Mesut Özil ein bisschen länger auch bei uns. Ey, das muss nicht schlecht sein. Für Rotationsmöglichkeiten ist das schon gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier sonst noch? Backhaus hat den Verein verlassen, zu Basel, richtig. Sayed wurde ja ausgeliehen, auch korrekt. Da Costa hat den Verein verlassen, sehr schön. Und damit haben wir auch so ein bisschen die Breite minimiert. Weil ihr wisst es ja vielleicht, wir haben auch ein bisschen zu viele Spieler hier vor allen Dingen auch gehabt. Und jetzt, ach, ist schön zu sehen, oder? Es ist doch einfach ein toller Anblick hier. Wir haben immer noch viel zu viele Verteidiger. Und dafür... Ja, eigentlich gar keine Mittelfeldspieler, ne? Schaut euch das mal an. Also Mittelfeldspieler ist absolute Ebbe. Viel zu viele Verteidiger. Schulz, wir müssen mal gucken, was wir hier machen eigentlich, ehrlich gesagt. Ich gehe mal ganz kurz in die Teamzentrale rein, weil ein Schulz ist halt ein wichtiger Spieler bei uns. Er frisst auch sehr viel Gehalt. Und ich glaube, das wäre so jemand, den könnten wir auf die Transferliste setzen, weil wenn ein Barrios irgendwas zustößt, haben wir immer noch unser Talent Maris hier, der sowohl rechts als auch links spielen kann und auch in Carsten sein. Selbst wenn man es hier jetzt nicht sehen kann, kann auch Linksverteidigung und Rechtsverteidigung spielen. Kann man nicht sogar rein theoretisch im Entwicklungsplan ihn auch zum Linksverteidiger machen oder würde das zu lange dauern? Ja, guck mal, 2 Wochen. Aber wobei, wenn ich das ja machen würde, würde er ja zum primären Linksverteidiger werden, was aber auch nicht schlecht sein muss, rein theoretisch. Ich bin jetzt ein bisschen am Grübeln, weil es wäre auch cool, wenn er auf dem Papier rechts und links spielen könnte, aber er kann beide spielen, also ich glaube, das lohnt sich sogar groß gar nicht, also deswegen überlege ich sogar, einen Schulz zu verkaufen, tatsächlich, so schnell wie er gekommen ist, verlässt er auch wieder für uns den Platz, ich glaube, ich mache das einfach mal, ich packe ihn auf die Transferliste, er ist auch schon 30 Jahre alt, die Vorwürfe ihm gegenüber sind ja auch nicht so schön und auch vielleicht nicht ganz cool für das Image des Vereins. Und wir sehen hier, ein Angebot kommt rein von Lille für Omeragic, aber 5,1 Millionen Euro sehe ich eher als Beleidigung als ein vernünftiges Angebot für Omeragic, der auch durchaus noch ein besserer Spieler werden kann. Und direkt kommt ein Transferangebot für Schulz rein. 8 Millionen Euro sehen wir hier, ist ja auch ein Transferangebot für Tavares, aber das kann ich niemals im Leben annehmen. Aber wir kümmern uns erstmal um Schulz. 8 Millionen Euro ist nicht wenig. Ich weiß gar nicht, für was haben wir uns den eigentlich geholt? Waren das auch nicht irgendwie so um den Dreh oder war das nicht sogar noch mehr? Ich würde sogar sagen, wir delegieren das und schauen mal mit dem Anfangsangebot von 10,5 Millionen Euro und die Mindestverkaufssumme ist 9 Millionen Euro. Ich glaube, so will ich das auf jeden Fall machen. Und jetzt, Alter, von Everton kommt ein Angebot rein für Tavares. 24,2 Millionen Euro, aber ich kann den
nicht gehen lassen. Nein, das funktioniert nicht. Dafür müssten die schon exorbitante Summen hier anbieten. Das machen wir auf gar keinen Fall. Monatliches Scouting-Update, möglicherweise für Mittelfeldspieler, die wir unbedingt brauchen bei uns in der Mannschaft. Ich kann den Namen von dem Typen nicht mehr aussprechen. Gut, dass wir den nicht mitnehmen, Alter. Da kann ich mich ja nur zum Affen machen. Aber es sind nicht gute Spieler, ne? Ne, es sind absolut keine guten Spieler mit dabei. Hoffentlich wird uns der Bohr hier nicht enttäuschen, nämlich aus Frankreich. Wir sehen hier Guerin. Ne, auch nicht so wirklich toll. Der könnte richtig schallern, oder? Ja, der ist nicht schlecht, aber es ist halt kein Mittelfeldspieler. Deswegen lehne ich ihn sogar tatsächlich ab. Das könnte ein Mittelfeldspieler sein. Und der ist sogar gut was wert. Wir verpflichten den. Und ich hoffe, es ist endlich ein Achter. Bitte. Bitte lass es ein Achter sein. Bitte lass es ein Achter. Es ist ein ZDM. Muss aber auch nicht schlecht sein. Wir gucken mal in seinem Entwicklungsplan rein und schauen mal nach, dass wir ihn vielleicht sogar zum Achter umformen können. Sein Schusswert ist halt wirklich absolut abscheulich. Kann ich den überhaupt zum Achter machen? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Dribbling ist gut, Verteidigung ist gut, Physis ist gut, Tempo ist so lala. Passen kann der Typ auch irgendwie nicht. Das kann ich doch ehrlich gesagt nicht machen, oder? Angriffswert, Workrate haben wir hier auf niedrig. 1,80 Meter groß ist, glaube ich, der Kollege, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und guck mal, das würde 60 Wochen dauern, bis der Typ auf ZM kommt. Willst du mich verarschen? Oh. Nee. Können wir den gebrauchen, aber vielleicht sogar als ZDM. Ich meine, die Position haben wir nicht belegt. Wir haben halt einen Zehner und wir haben einen Achter. Ach, ich glaube nicht, dass wir das machen können. Vor allem will ich passstarke Spieler haben. Wenn ich so jemanden wie Imbert oder lass es ein Ceballos sein oder ein Seiwald sein, den ich auswechsel, ja, dann muss es auch jemand sein, der den Ball weiter verteilen kann. Weil Schmied ist ja nicht unser Ballverteiler, der ist ja der Dribbler-Fernschuss-Experte. Nee, ich glaube, das kann ich nicht machen. Innenverteidiger wäre aber noch eine Möglichkeit, aber der hat auch nur eine 53 Stärke. Nein. Wir können nur noch Superstars bei uns haben, von daher freigeben. Tatsächlich, so hart es auch klingt. Übereinkunft Benfica mit Nico Schulz, 10,5 Millionen Euro. Da sage ich liebend gerne, yes, wir schicken dich ab nach Portugal, mein Bester. Und damit, ey, guck mal, sein Marktwert ist jetzt bei 6,5 Millionen Euro. So viel Geld für den zu bekommen haben, ist sehr geil. Damit werden wir auch weniger Gehalt zahlen müssen an unsere Spieler, wenn der halt eben weg ist. Also das heißt, für finanziell gesehen auch, für unsere Mannschaft war eigentlich somit das Beste, was wir machen können. Da sehe ich schon Borussia Mönchengladbach aufblinken, oder? Auf welchem Platz sind die denn momentan? 15! Ach du Scheiße, wo sind die denn ganz abgestürzt? Ach, Carstensen meldet sich zu Wort, wahrscheinlich wegen Nico Schulz. Werden sie sicher einen ersatzrechter Verteidiger suchen? Hallo, ich habe... Was? Nee, hast du falsch irgendwie in die Nachrichten geschaut oder was? Linksverteidiger, aber nicht Rechtsverteidiger. Ich sag einfach nur streng dich an, dann kann es klappen. Was überhaupt nicht stimmt, aber naja, wie dem auch sei. Vorschlag für die Kapitänsrolle. Und zwar, wen denn? Nyakate sollte die lieber haben. Wir hätten die gerade momentan, wenn nicht Nyakate. Aber egal, unsere Ziele sind gefährdet. Da habe ich überhaupt keine Lust reinzuschauen. Ich mach's aber, glaube ich, trotzdem. Wir sehen nämlich, erreiche 20 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen, so wie es aussieht. Und verpflichte zwei Spieler aus Asien. Was ist denn das eigentlich überhaupt für eine Aufgabe? Verpflichte zwei Spieler aus Asien. Soll ich mir da irgendeinen Much jetzt zusammenkaufen? Zwei Spieler sind es halt eben auch nur, ne? Aus Asien könnte man machen. Da könnte man so richtig günstige Spieler theoretisch raussuchen, die ja dann, weiß ich nicht, sporadische Spieler werden für die Reservespieler. Sodass einfach nur der Vorstand gestillt wird. Ich guck mich mal ein bisschen um. Wäre es nicht irgendwie lustig, wenn wir uns Shinji Kagawa holen? Also einfach nur wegen der Legacy des Spielers? Die Frage ist halt immer noch, das habe ich, weiß ich nicht, also ich weiß immer noch nicht jetzt, soll ich jetzt einen Spieler verpflichten, der einfach nur die Nationalität eines Landes aus Asien hat oder soll das ein Spieler sein, der literally in Asien spielt und den ich kaufe? Das könnten wir jetzt theoretisch überprüfen, indem ich mir Shinji Kagawa hole. Das ist so der erste, der mir irgendwie in den Kopf gefallen ist, der heutzutage ja wahrscheinlich nicht mehr so stark ist, schon ein bisschen älter ist, der auf jeden Fall, glaube ich, damit einverstanden ist, wenn er sporadischer Spieler oder ähnliches bei uns wird. Deswegen, wir machen es einfach mal. Also, ja, ey, kostet es was wolle, wir probieren es einfach mal. Der Typ ist sowieso günstig bis zum geht nicht mehr. Also, warum denn nicht einfach mal ausprobieren? Ich mache mal hier einfach mal 1 Million und guck mal, was hier der Trainer von, es müsste, glaube ich, eine belgische Mannschaft oder sowas sein. Was, Dominik Becker? Hey, yo, warte mal. Das ist übel geil, weil den will ich ja sowieso nicht mehr haben, weil wir haben viel zu viele Verteidiger auch noch im, ja, das akzeptiere ich, warte mal, aber da hole ich mir trotzdem so ein paar knauserige Dollar hier mit raus, ne, 540.000, holen wir jetzt nochmal 50.000 Transfersumme mit zurück und was sagt der? Der will ja unbedingt. Weiterverkaufsgebühr 5%. Alter Shinji Kagawa, der wird nicht weiterverkauft. Aber wisst ihr was? Ja, das akzeptieren wir einfach mal. Ist doch geil, das ist ein super Deal gewesen. Wir uns verlässt ein Verteidiger, wovon wir sowieso zu viel haben. Und wir gucken mal, ob es mit Shinji Kagawa funktioniert, den Plan zu erreichen, dass wir eben dem Vorstand glücklich machen können. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Shinji, mein Bester, du bist ein sporadischer Spieler. Und ich hoffe, du bist damit einverstanden. Er ist damit einverstanden. Perfekt.
ein Jahr Vertragsdauer. Ich glaube, länger wird er auch wahrscheinlich nicht mehr im Fußballbusiness sein. Also damit bin ich einverstanden. Freigabesumme will keiner von uns. Er verdient momentan 8.000 Euro, da er, ja komm, wir versuchen es mal mit 5.000 Euro und 100.000 Euro Einstiegsbonus und gucken, was er dazu zu sagen hat. Okay, damit ist er nicht einverstanden. Der will sogar mehr verdienen, als er jetzt gerade verdient. Also, mein Freund, jetzt werden wir aber ein bisschen dekadent hier. Na, 7,5, was sagst du? Oh, okay. Ja, weißt du was, das können wir ihm doch, glaube ich, geben. Oder müssen wir jetzt jeden Cent hier sparen? Müssen wir, glaube ich, nicht. Wir nehmen dich einfach auf. Shinji Kagawa, die alte Bundesliga-Legende, wechselt zu Werder Bremen, dass ich das jemals aus meinem Mund sagen würde. Damit habe ich niemals gerechnet. Ist ja cool. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ist der Vorstand damit cool? Oder sagt der Vorstand so, hey, was machst du da bitte gerade für einen Quatsch? Das bringt doch gar nichts. Mal gucken. Okay, es hat sich absolut nichts getan. Wahnsinn! Ey! Die geilen Vorstandsziele in FIFA, die so viel ausschlaggebend wieder sind, die so viel einem wieder sagen, was man machen soll und was nicht. Jetzt haben wir Shinji Kagawa geholt, für was eigentlich? Also nur für das absolut äußerste Supernotfall oder für den äußersten Supernotfall oder wie? Er passt halt gut ins Radar, ne? Wir brauchen jemanden, der passen und dribbeln kann eigentlich fürs Mittelfeld, wenn wir jemanden ersetzen sollen. Aber es ist halt irgendwie doch ein bisschen scheiße, ja. Natürlich ist es scheiße. Für was habe ich den jetzt geholt? Dann machen wir jetzt den anderen Plan. Wir holen uns einen Spieler aus der japanischen Liga, also aus einer asiatischen Liga und gucken mal, ob das was bringt. Und zwar Oshima habe ich hier. Passt auch gut eigentlich ins Radar zu Spielern, die ich so haben möchte. Und den sollten wir auch relativ billig bekommen. Der Typ ist halt auch schon 30 Jahre alt und so. Ich werde direkt einen Kauf vorschlagen. Ich glaube, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, was da so wert sein wird. Wir gehen mal mit 1,3 Millionen Euro und gucken mal, was sie dazu sagen. Guck, ja, guck. Ganz ehrlich, wir sind echt nah dran. Das akzeptiere ich sogar einfach direkt. Das Geld sollten wir ja haben. Und jetzt, das muss ja eigentlich jetzt funktionieren. Ansonsten sagt mir der Vorstand mit diesem Ziel, ich soll aus den Jugendspielern jemanden verpflichten aus Asien. Aber das wäre dumm, weil das ist ja... Nee, das wird eigentlich keinen Sinn ergeben. Wir machen es jetzt einfach mal so, wir gucken mal, was passiert. Also, wir versuchen mal 3 Jahre zu bekommen bei Oshima. Wir kriegen auch 3 Jahre bei Oshima, Freigabesumme. Will er sogar haben? Ja, mein Gott, hab's ruhig. Dann würde ich ja sogar Plus machen. Also, meinetwegen 2,7 Millionen Euro, dann gewinne ich ja sogar noch. Und wir machen mal hier wie bei Kagawa. Oh, oh nicht hier. Wir machen mal wie bei Kagawa. Was waren das? Ich mach einfach mal 8.000 und 100.000 Einstiegsbonus und guck mal, was hier los ist. Wie viel willst du verdienen? Dir hat man doch irgendwie Schwefel in den Arsch hochgeblasen. Bist du eigentlich besoffen oder was? Komm, 11.000. Was ist denn mit dem los? Warte mal. 13.000 dann halt? Ey, du wirst nie bei uns spielen. Der will unbedingt 14... Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Gar keine Lust hier viel rumzudiskutieren. Mach's doch einfach. Mach es doch einfach. Und jetzt muss der Vorstand damit ja mehr zufrieden sein. Der hat sogar eine 70 Stärke wie Kagawa. Ist ein bisschen jünger als Kagawa. Und wenn jetzt der Vorstand mir jetzt denselben Scheiß entgeht... Das kannst du nicht ernst meinen. Was ist das denn für eine Scheiße? Verpflichtet 2 Spieler aus Asien. Ja, was heißt denn das dann? Jugendspieler oder was? Aber warum steht das dann da nicht? Warum ist das da so unfassbar schlecht beschrieben? Ach nee, ich kann nicht nach vorne simulieren. Ja, das ist doch dumm gemacht. Okay, toll. 2 Spieler jetzt geholt, 2 asiatische Spieler, die uns nicht wirklich weiterbringen. Na, wobei, who knows, vielleicht ist das ja, sind das ja die Offenbarungsspieler, ne, die uns dann den Arsch retten können oder sowas irgendwann. Okay, zumindest sind die sporadischen Spieler, es erhöht so ein bisschen die Breite unseres Kaders, aber dass die eingesetzt werden, mag ich ganz stark zu bezweifeln. So leid es mir auch tut, das wird, denke ich mal, eher nichts in dieser Karriere für die. Aber egal. Darum kümmern wir uns jetzt nicht, denn es geht darum gegen Gladbach, aber ist halt eben eine Mannschaft, die sich momentan auf Platz Nummer 15 befindet, sehr weit abgeschlagen und von dem her brauchen wir da jetzt auch, glaube ich, gar nicht irgendwie großen. Ich mache jetzt hier auch gar keine großen Wechsel oder sowas, wir simulieren einfach mal direkt rein. Das müsste ja ein Sieg werden gegen eine so schlechte Mannschaft. Es ist eine Niederlage. Alter, nee. Das können wir uns nicht erlauben. Das brauchen wir nicht. Wir sind, glaube ich, auf Platz 3. Wobei, da können wir uns vielleicht erlauben. Aber die Statistiken zeigen, es war ausgeglichen. Es hätte auch ein Unentschieden sein können. Unglaublich aber war, dieses Bild hier zu sehen, dass Leverkusen sich mit Abstand, wirklich mit Abstand auf Platz 1 in der Bundesliga befindet. Sowieso eine ganz verrückte Tabelle, wenn wir uns das anschauen. Auf Platz 1 ist Leverkusen, Platz 2 ist Hoffenheim, wir auf Platz 3 und Bayern München irgendwo da unten auf Platz 4. Und Leverkusen hat 43 Punkte, ist damit 8 Punkte vor Platz 2. Und wir müssen ran gegen Leverkusen. In Leverkusen. Und das ist, ehrlich gesagt, etwas, wo ich auch wieder ein bisschen Schiss habe. Vor dem Spiel hat mir nochmal Mambimbi gesagt, dass er gerne spielen möchte, von daher gebe ich ihm auf jeden Fall die Chance. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich möchte mal einen Goller sehen. Also Ferreira nehmen wir mal mit und wir nehmen einen Goller einfach mal mit, den würde ich wohl gerne auf dem Platz sehen. Und ansonsten will ich auch andere Spieler, die wir hier jetzt gerade auf dem Platz haben, sehen. Wobei Özil ist angeknackst. Oh mein Gott, das heißt, Freunde, es wird Zeit. Shinji Kagawa, wir nehmen ihn tatsächlich mit.
er ist mal auf der Bank mit dabei und vielleicht kriegt er ja sogar seine Einsatzzeit, wo Özil so ein bisschen angeschlagen ist. Ja, wie geil. Das wäre doch lustig, wenn wir ihn einsetzen könnten. Und mit dieser Mannschaft gehe ich in die Simulation, nicht in die Schnellsimulation, sondern in die normale Simulation und wir gucken mal, wie gut wir uns schlagen können. Und im Zweifel können wir immer noch eingreifen. Yo, das muss es sein und das ist es. Seiwald, unser Top-Torjäger momentan mit seinem nächsten Tor, auch schon wieder so früh und zwar in der zweiten Minute. Ich habe ehrlich gesagt weggeschaut und zwar habe ich den Pfiff gehört, aber ich dachte mir nur so, ja gut, okay, ne, gerade erst los. Oh nein! Was ist das jetzt für eine Partie hier, bitte? 5 Minuten 1:1. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe weggeschaut, ich habe den Pfiff gehört, aber ich dachte mir nur so, ja, okay, gerade erst begonnen, das ist irgendwo im Mittelfeld oder sowas. Und dann habe ich erst kurz rüber geluschert und gesehen, wie nah wir dran waren, dann direkt ein Tor und dann direkt das 1:1 auch noch. Das verspricht eine ziemlich, ziemlich krasse Partie, muss ich sagen. Eckball wird aber abgewehrt. Keine Möglichkeit für uns hier doch noch ein Führungstor zu erzielen. Alter, wir sind in Überzahl, oder was? Mach Belotti, mach keinen Scheiß. Nein, so viel Tempo wieder rausgenommen. Ja, Romano Schmid muss doch nicht nach oben spielen. Hättest du einfach selber gemacht. Oh, das wird nochmal gefährlich, oder was? Nee, wird doch nicht mehr gefährlich. Jetzt kommt Leverkusen. Das hätte echt eine gute Chance für uns werden können, ehrlich gesagt. Leverkusen nutzt das ein bisschen aus. Die bleiben nicht am Ball. Das ist abseits wahrscheinlich gewesen. Nee. Wehrt das doch ab. Ja, gut gemacht. Ah ja, Gegenangriff. Umschaltspiel. Ich predige es jedes Mal an. Bam, Bimbi. Let's go. Mit Tabárez gemeinsam. Nee, nix da. Es geht in die Pause. Die Statistiken zeigen schon, wir spielen gegen Platz 1. Also, wer das noch nicht herausgefunden hat, das ist Platz 1. Und ja, die Statistiken lügen halt eben nicht. Möchte ich schon eingreifen? Ist jetzt hier die goldene Frage. Ich glaube, das mache ich noch nicht. Wir setzen mal fort. Ich mache auch keine Wechsel. Wir gucken mal, was die Mannschaft so machen kann jetzt hier in der zweiten Hälfte. Ne? Wehe, das ist jetzt ein Elfmeter. Das ist so nah dran gewesen. Oh, das ist ein Freistoß. Holy shit. Den macht er aber bitte nicht rein. Oder Garcia hat gerade eben schon ein Tor erzielt. Aber es wäre so ein typisches FIFA-Ding, dass er jetzt von da einfach mal ein Tor abzündet. Oh. Schuss. Pavlenka, Dankeschön. Aber es gibt Eckball. Und das kann durchaus gefährlich werden. Guckt euch die Ballbesitzstatistik und die Offensivstatistik in Form von Schützen an hier. Gut abgewehrt. Macht euch ein bisschen Freiraum offen. Ja, Mambimbi ist unterwegs. Let's go, Mambimbi. Let's go. Der macht selber Schuss von Seiwald. Und es gibt einen Eckball für uns diesmal. Machen wir was draus. Oh, nee, der Keeper fängt den locker. Wenn ich mir die Fitnesswerte meiner Spieler anschaue, nebenbei, während wir gerade extrem bedrängt werden von Leverkusen, ist gleich, oh, bitte mach keinen Scheiß da. Bitte komm da ran, ja. Können wir nochmal kurz schauen, dass wir was wechseln, oder? Möchte die Barrios spielen lassen weiterhin. Ich möchte jetzt auch keine rote Karte riskieren, aber ich glaube, eine Sache fällt mir jetzt gerade auf. Und zwar, wisst ihr, wofür es... Wobei, es ist Zeit für Kagawa. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, Imbert, auch wenn ich... euch wahrscheinlich da draußen enttäusche und ihr wollt wahrscheinlich alle Shinji Kagawa auf dem Platz sehen. Ich glaube, es wird Zeit, dass Imbert eher reinkommt, dass wir ein bisschen Sicherheit reinbringen. Und ich glaube, Barrios wechsle ich auch aus, weil ich vertraue der Simulation nicht, dass Barrios da bei einer gelben Karte irgendwie bleibt, sondern dass es gleich irgendwie zu einer gelb-roten kommt. Aber hier ein Angriff von uns. Wir kommen... Wo rennst du denn hin? Jetzt bist du von allen Geistern oder was? Er rennt von uns aus. Was ist denn mit dem verkehrt? Wisst ihr was? Ich habe genug gesehen. Wir greifen ein. Oh, das ist sogar eine geile Situation. Es ist ja Schnee auf dem Boden. Und zwar Belotti oben auf Elanga. Oben direkt auf Elanga mit dem Schuss und mit der Führung. Deswegen bin ich reingegangen. Ha, ist das geil. Das war so satisfying. Ich hab's geahnt. Ich hab's gerochen. Ich hab die Spielsituation gesehen und ich dachte mir, der Computer kriegt das nicht hin. Der kriegt das nicht gebacken. Ich mach das lieber selber mit Belotti und Elanga. Und Elanga belohnt sich ja auch endlich mit dem Tor. Und Belotti ist weiterhin unser Vorlagengeber. Ne? Nicht irgendwie unser Top-Stürmer, der eigentlich sein sollte, sondern der legt irgendwie immer nur die Bälle vor. Ich möchte euch eigentlich hier nicht durch das Schneegetobel hier eigentlich ja durchquälen. Deswegen, ich hoffe, es kommt nicht zu einem weiteren Highlight. Ich hoffe, ja, nee, dürfte eigentlich nicht. Ich schneide das jetzt lieber. Falsch gedacht, ich glaube, es geht los. Amiri immer noch auf Osimhen. Alle schießen sie, aber keiner schießt ihn aus der Box raus. Doch jetzt, nein, immer noch nicht. Amiri, nächste Möglichkeit, nächster Schuss, Pavlenka, nächste Parade. Und wir können mal wechseln. Und ich glaube, jetzt wird Zeit. Jetzt bringen wir unseren Shinji rein, oder? Unsere Geheimwaffe. Shinji Kagawa. Wieder in der Bundesliga. Ich fasse es nicht, dass ich das mal jemals sagen würde. Bei Bremen. Von allen. Ich meine, er hat ja auch eine doofe Karriere gehabt, ne? Also bei Dortmund natürlich eine geisteskranke Karriere, aber seitdem nur noch bergab, überall wo es nur geht. Und deswegen ist doch cool zu sehen, vielleicht geht es ja jetzt für ihn wieder bergauf, wenn er wieder in der Bundesliga kickt. Carstensen. Oh! Ich hätte den Ball da gar nicht gesehen. Ich dachte mir jetzt, der saust doch gleich sowas von bei uns in den 16er. Aber, 16er selbstverständlich, aber guck mal hier. Guck mal.
Freundchen. Das ist wohl die verdiente gelbe Karte für Ward-Prowse hier gewesen. 87. Minute, damit habt ihr euch so ein bisschen, finde ich zumindest, die Chance verbaut, dass ihr da irgendwie groß noch euer Siegtreffer irgendwie erzielen könnt. Schön gesehen. Ach, fuck. Ich hätte mal lieber nicht mein Maul aufreißen sollen, oder? Aber jetzt kommt zum Angriff. Oh, war das jetzt, das war wahrscheinlich richtig dumm. Oder? Alter, Tavares ist so ein heftiger Spieler. Ich kann es einfach nicht oft genug betonen. Der Typ ist so bombensicher da hinten. Eine Minute Nachspielzeit, das pfeift doch jetzt ab, oder? Pfeif einfach ab. Och nee, Schiri. Ja, pfeif einfach ab. Ey, Pieper! Pavlenka! Oh! Ah, was ist hier los? Nein, Tavares! Schieß da vorne! Warum macht keiner? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir gewinnen 2:1. Unverdient gegen Leverkusen. Ich muss es ja sagen, statistisch gesehen ist das unverdient. Damit ist auch die Transferperiode beendet. Es kam nicht wirklich was Spannendes rein. Wir haben ein paar Leihangebote bekommen, die ich abgelehnt habe. Und wir haben jetzt, ich glaube, nicht mal 1 Milliarde Euro irgendwie erreicht. Das war ja bisher, ja, guck mal, sogar knapp. Das war ja bisher irgendwie jede Transferperiode so der Fall. Wolves kommt nochmal rein mit einem Angebot, kommt aber viel zu spät. Und das ist mal wieder ein Angebot, was ich ablehnen werde, auch wie bei Everton. Das ist nix. Und wir sehen Jugendmannschaft auch nochmal. Und die gehen ein bisschen runter. Oh, oh. Aber Gavrish ist jetzt mittlerweile sogar schon auf eine 66, ist schon 17 Jahre alt. Also ich glaube, ich muss ihn zum Profi befördern. Ja, ich glaube, es wird Zeit. Sonst wird er irgendwann ein bisschen zu, ja, unsicher, dass er nicht vielleicht dann doch zu jemand anderen wechseln soll. Özil meldet sich nochmal zu Wort. Er möchte gegen Schalke 04 spielen. Ich denke drüber nach, sage ich ganz ehrlich. Und der Gavrish sagt, dass er davon geträumt hat. So wie alle Jugendspieler, die bei Werder Bremen anfangen dürfen. Also so gerne ich jetzt auch Schalke 04, die auf dem letzten Platz sind, das ist auch absolut crazy, aus dem Stadion kegeln wollen würde. Ich glaube, das simulieren wir wieder. Ja, wir müssen aber wieder mal ein bisschen Tempo halt im Team mit reinbringen. Aber ich glaube, ich werde recht viel rotieren, ehrlich gesagt. Und zwar, Özil möchte gerne spielen. Ich glaube, das erlauben wir ihn auch einfach mal. Ich werde einen Schneider mal wieder einsetzt. Ach, aber bitte nicht in Innenverteidigerposition. Ich glaube, da ist ein bisschen fehl am Platz. Ich will aber, ehrlich gesagt, als Innenverteidiger wieder einen, wo haben wir ihn denn, den guten, den Hofmann mal wieder sehen. Der soll mal ein bisschen Spielpraxis wieder erhalten. Warum denn auch, ehrlich gesagt, nicht? Barrios bleibt einfach mal draußen. Was machen wir denn noch für einen Quatsch hier? Golla, komm, der hat das doch auch mal verdient. Hier gegen Elan Gar soll er mal eingesetzt werden. Menezes wird wieder von Anfang an gespielt. Wir können Gavrish mal mitnehmen auf die Bank. Ja, und sonst, weiß ich nicht. Na, lass mal Omeragic mitnehmen auf die Bank, ne? Und ansonsten würde ich sagen, versuchen es mal so gegen Schalke 04. Wir simulieren das Ganze und mit etwas Glück, ach, ich möchte nicht Glück sagen, aber das muss ein Sieg werden. Oder? Ja, es ist ein Sieg. Alter, es ist sogar ein Siegtreffer von Carstensen sogar gewesen. Derjenige, der, also das ist der letzte, womit ich gerechnet habe. Und die Statistiken zeigen diesmal, dass es sogar unverdient schon wieder war. Belotti sogar mit dem ersten Tor. Ich möchte hier gar nicht drin bleiben in dieser Ansicht, weil es war halt unverdient, muss man sagen. Und das zweimal hintereinander ist schon steil unsererseits gewesen. Özil freut sich sogar, dass er spielen durfte. Und ich freue mich für alle Leute, die hier eingeschaltet haben in der heutigen Episode der FIFA 22 Karriere. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Es läuft so gut wie noch nie bei uns. Wir auf Platz 3 weiterhin. Die Top-Leistung der Mannschaft spiegelt sich in der Tabelle wieder. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss, tschüss und macht es gut.